Hi und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtingen und hier, hier mit Familie Jensen. Und zwar ist das hier der Jürgen Jensen mit seiner Frau der Katja Jensen und dem Sohnemann Jens und unserem Untermieter, den Gerrit Neumann, der ja auch demnächst mal seine Flammen mit hier reinbringen möchte. Und da habe ich mir gedacht, also das letzte Mal haben wir hier ja hier Küche und Wohnzimmer schon eingerichtet und jetzt bekommt er mal ein Doppelbett. Sobald sie nämlich dann da ist, dann darf, ja, dann kann es hier schon abgehen und können die auch mal ein Kind machen. Das fände ich ganz super. Ich habe noch mal so ein bisschen überlegt, wie mache ich denn das dann mit Kind und so, also ich weiß es noch nicht, wie ich dann Kinderbett oder ja. Also am Anfang haben wir hier noch ein bisschen Platz. Da können wir dann das Kinder, was auch immer, hier noch hinmachen. Schauen. Achso, Moment. Ich möchte noch das hier noch. Ups. Und das. Na, komm schon. Ich möchte es gerade so ein bisschen alles in Blau. Oh, verdammt. Doch, so will ich es haben. Noch so in Blau haben. Mit schönem hellem Holz. Das finde ich genau voll angenehm. So, perfekt. Jetzt hat er zumindest auch sein Doppelbett. Yay. So, Jens. Quatsch, andersrum. Jürgen. Ah, du telefonierst gerade mit der Silke. Das finde ich super, dass du ein bisschen ja hier mit ihr Freundschaft schließt. So, jetzt ist 100, genau. Wollen wir noch jemanden anrufen? Oh Gott, guck mal. Warte mal. Du rufst mal direkt. Nee, Gersma. Du rufst mal direkt diesen Arthur Lummen vielleicht noch an. Keine Ahnung zwar, wer das ist. Das ist keiner meiner Sims. Aber warum auch nicht? Oh, der ist nicht zu Hause. Dann versuchen wir es mal bei dem anderen Typen, Josef Zang. Den kenne ich eigentlich auch nicht. Aber wenn ich die schon so weit da vorne habe, dann. Genau, nur blau dann. Dann mache ich mal ein bisschen Freundschaftspflege. Oh, was ist. Das war Babsi, oder? So, hey, ich habe gehört, du arbeitest in der Branche Recht. Da sieht man mal wieder, wie klein die Welt doch ist. Ich habe ein paar Freunde, Entschuldigung, die in der Branche Recht arbeiten und ich werde allen erzählen, was du für ein toller Sim bist. Josef, du müsstest bald mehr Lohn bekommen. Josef? Bist du nicht Josef? Jo. Oder sagt er das zu ihm? Weiß ich gar nicht. So, mal gucken, wie unser Junge, ja, der ist noch ein bisschen schläfrig da oben. Brauchen, müssen wir das auslernen? Nö, müssen wir nicht. Okay, und dann würde ich mal fast sagen, kannst du mit deinem Hobby nachgehen und hier draußen mal ein bisschen, jo, durchgucken und so. Geh mal raus, komm, mach mir einen Gefallen. Also ich meine, tu mir einen Gefallen hier draußen. So, Perfecto. Ja, jetzt ist unser kleiner Junge ist gleich wach. Und der müsste dann mal direkt aufs Töpfchen gesetzt werden. Oh, hallo Maximilian. Das finde ich ja super, dass du hier immer aufräumst. Dann kannst du gleich auch nach oben gehen zu unserem Untermieter. Da stinkt's. Ah, das hat er schon aufgeräumt. Da oben war nämlich noch was gelegen, gestanden, irgendwas zu essen. Jens ist im Moment noch müde. Jetzt wird er wach. Okay, so und jetzt hole ich mal den Jürgen rein. Logikpunkt. Oh, der hat nicht mehr viele Logikpunkte. Und der hat super schnell jetzt auch schon gelernt, oder meine ich das nur? So. Sieht ein bisschen noch sehr einfältig aus hier drin, mit was an den Wänden hängt und so. Aber das wird mit der Zeit. Umgebung ist hier trotzdem. Oh, könnte zwar ein bisschen noch besser sein, aber es geht. Was ist hier? Keine Ahnung. Was? Machst du es gleich weg? Das ist aber nett, während der noch drauf sitzt. Das finde ich ja lustig. So, und du? Mechanik und Logik können wir machen. Dann machen wir doch mal Logik. Spielen. Ach Gott, hat der grüne Augen? Ich meine, ja. Dann hast du Mamis Augen geerbt. So, was habe ich denn? Da weiß ich noch nicht, was für ein Hobby-Begeisterungstyp er ist. Und du kannst, genau, du gehst mal kurz duschen. Was machst du gerade?
Oh, hast du die Zähne geputzt? Entschuldigung, habe ich dich gestört beim Zähneputzen? Das ist ja süß. Ah, oh, ich finde diese Details immer so goldig. Hier das Handtuch und so und ah, ich weiß auch nicht. Darüber könnte ich mich immer wieder begeistern. Das finde ich so super. So. Jo, dann mach doch mal bitte nochmal hier deine Logikpunkte fertig. Unsere Katja kommt um 15 Uhr nach Hause. Da könnt ihr mal eine Stunde oder so, oder ein bisschen mehr als eine Stunde. Upsala. Mal ganz alleine vor euch hin arbeiten. So, gleich ist es soweit. Oh, ich glaube, er hat jetzt alle Punkte. Nee, doch noch nicht. Oh, ich dachte, ich habe es schon zweimal gesehen. Egal. So, jetzt müsste sie gleich kommen. Moment. Choco, Choco. Wo ist sie? Wo kommt sie? Wo ist das? Beate Meier. Okay. Da kommt sie schon. Und er hat einen Logikpunkt noch bekommen. Und, yay! Warte, warte, warte. Also, das ist ja echt cool. So, Moment. Ich habe ja gesagt, ich muss mal ein paar mehr Fotos machen, Leute, weil ich das total ver... Robert Ross, okay. Total vergesse immer. Ja, sie hat, auch wenn sie jetzt mit dem Rücken und so, aber sie ist die wichtigste Spielerin. Ab sofort von 9 bis 15 Uhr. Und sie hat auch viel Kohle mitgebracht. Insgesamt über 3000, 4000 fast. Was ist mir noch eingefallen. Ich glaube, genau. Das habe ich noch gesehen gehabt. Und Gerrit darf auch noch eins machen, die beiden nicht. Okay. Super, gut gemacht, Katja. Da freue ich mich. Yay, wir haben Geld gemacht. Juhu. Und mit dem Robert, ja, hat sie anscheinend Spaß, wie auch immer. Dann geh mal dich nochmal baden oder duschen oder wie auch immer. Geh mal hier baden und da unten benutzen. Hey Katja, hey, habe ich schon erwähnt, dass ich in einem Möbelhaus arbeite. Wenn du mal neue Möbel brauchst, kann ich dir Rabatt verschaffen. Das ist aber lieb von dir. Ich dachte, du arbeitest irgendwie bei mir. Was war das für ein Geräusch? Ich dachte nicht, dass du jetzt unser Gartenzwerg und so... Nö. So, ah, du bist immer noch hier, wartet. Dann begrüß mal den Arbeitskollegen. Quatsch ihn mal an. Ja. Würde ich ja gerne, aber es klappt jetzt gerade nicht. Egal. So, dann gehst du mal auf die Toilette noch und dann gucken wir mal, was im Kühlschrank an Reste ist. 1346 haben wir bekommen. Josef Zang ist kein Familienfreund mehr. Okay. Ah, da müssen wir mal ein bisschen wieder was machen. Und Gerrit, hallo. Oh mein Gott, Spaß. Okay, dann geh du auch mal hier da duschen. Quatsch, reinspringen und so. Ich wollte eigentlich noch Luise holen. Shit, der heißt ja total müde. Können wir die trotzdem? Ich kann die trotzdem bestimmt einladen, oder? Und dann... wie gut... Oh, jetzt steht er im Weg. Wie gut kennt ihr Luise? Nicht wirklich gut genug, dass ihr sie mit einladen könnt. Nee, das müsste Gerrit alleine machen. Hier, die Luise Ottomas. Er lässt sie nicht vorbei. Guck mal. Ich kitzel dich mal und spielen, Hände klatschen oder so. Achso, er hat was anderes zu tun. Na dann, komm, dann ist egal. Huch. Ja, ja, ich weiß, ich wollte auch gar nicht danach drüben. So, Katja. Oh, Katja wollte... Warst du auf dem... Doch, du warst auf Toilette. Oh, guck mal, du kannst mal den Anton anrufen. Oh, was macht unser Sohnemann eigentlich oben? Oh, der spielt... Oh, der ist so fleißig und so cool, dass er immer noch spielt. Ja, ist doch süß. Irgendjemand müsste ihm mal gleich was zu essen bringen, aber das kriegen wir noch hin. Das könnte Katja danach übernehmen. Erst einmal ruft sie noch ein bisschen den Anton an, damit wir die Freundschaft nicht verlieren. Und danach gehst du mal hier hoch und holst dem Jens was zu essen. So, Gerrit. Okay, so ein bisschen... Spaß haben wir ein bisschen hochgeholt. Wir warten jetzt mal.
bis Katja hier weg ist. Genau, ich spule mal ein kleines bisschen vor nochmal. Jetzt ist sie weg. Und dann würde ich nämlich sagen, sollte ich um ein Date bitten? Ach komm, ich bitte einfach mal um ein Date. Warum nicht? Auch wenn er müde ist und eigentlich gleich das Stinken wahrscheinlich anfängt und so. Soll ich das Essen aufräumen? Macht das Sinn? Was machst du eigentlich hier? Internetrecherche über Kunst und Handarbeit. Was kannst du schon über Wissenschaft? Teil über Wissenschaft lesen. Hier. Um ein Date bitten. Luise ist bei der Arbeit. Das hört sich sehr überzeugend an. Na gut, dann würde ich jetzt mal sagen, du gehst mal hier hoch. Gratulieren zu was? Du gehst mal hier hoch, gehst in dein Benutzen und Duschen und dann gehst du erstmal ins Bett. So. Da bin ich jetzt einfach mal der Meinung. Ich weiß gar nicht, habe ich das schon damals für dich abgeschlossen? Es könnte sehr gut sein, dass ich das getan habe. Ach Gott, wie süß, der läuft außen rum, ja. Rein theoretisch wäre es sogar besser, wenn das dann irgendwie in die Küche gewesen wäre. Aber ist egal, jetzt baue ich das. Das baue ich nicht mehr um. Das mache ich echt nicht mehr. So, Jürgen, was mache ich denn jetzt mit dir? Komm, du machst mal den Rest hier weg. Und irgendwie, wir müssen noch ein bisschen Wissenschaft lernen. Und wie kann ich denn sonst Wissenschaft... Ach, wartet mal. Könnt ihr nachlesen. Sterne, Ameisen. Ameisen beobachten, okay? Krankheiten zu heilen oder Medikamente herzustellen. Mhm. Na gut, also ich tue das wegen dem Hobby einfach. Auch, ja, er braucht es eigentlich nicht mehr. Aber er lernt super schnell, sodass wir den Rest auch noch irgendwie hinkriegen könnten, wenn ich den möchte. Oh, was fängst denn jetzt das Malen an da oben? Oh Mann, oh. Hier, genau, dann... Nee, nicht küssen, plaudern und... spielen muss ich jetzt eigentlich auch nicht mit ihm. Abhängen. Oh, der... Was? War die Mama die jetzt kein Essen rausgeholt? Das ist ja blöd. Komm, geh mal wenigstens auf Toilette. Jürgen. Ach Quatsch, andersrum. Jens, ich verwechsel dir die Namen schon wieder. Das ist ja echt krass. Geh mal auf Toilette hier. So. Bla 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 bla. So, Gerrit müsste mittlerweile im Bett sein, ja. Und du solltest vielleicht mal deiner Frau helfen. Was macht er denn da? Ah, er guckt wirklich die Sterne an, ne? Jürgen hat Begeisterung für Wissenschaft entwickelt. Er kann jetzt Sternenbilder mit dem Teleskop. Das ist sehr schön. Geh mal ans Telefon. Und du dich, ja. Komm, mal eine Flasche holen für den Jens. So, das machen wir mal so. Sorry, abhängen geht gerade nicht mehr. Eigentlich würde ich, wenn... Hallo, du hast dich entschieden, unsere neue Zeitschrift zu testen. Möchtest du das Wissenschaftsmagazin? Ja, warum nicht? Genau. Das ist eigentlich vielleicht sogar eine ganz gute Idee. So, komm schon. Genau. Oh Gott, er ist voll müde. Ah, okay. Er möchte ihn wahrscheinlich ins Bett bringen. Ja, das ist in Ordnung. So, und Katja, ach so, muss ich mit dir noch irgendwas lernen? Oh, Körper, guck mal. Dann gehen wir doch direkt mal mit dir trainieren. Was ist dann nochmal dein Hobby? Ist Sport. Deswegen haben wir auch das Korbballzeugs hier. Geht er nach Hause? Was denn? Lass meinen Zwerg stehen. Ich weiß nicht, warum die Zwerge immer von so vielen geklaut werden möchten. Wobei, sie möchten das wahrscheinlich gar nicht, ne? Egal. So, das ist gelehrt. Oh, du räumst noch hier den Müll aus. Okay. Dann mach das mal. Ich wollte jetzt fast das Porträt anfangen, aber ich glaube, es kommt gerade ein bisschen ungut, wenn die jetzt gerade trainiert, oder? Was mache ich denn jetzt mit dir? Guck mal, du kannst nochmal versuchen, jemanden anzurufen. Hier, den Josef Zang. Das ist zwar jetzt ganz, ganz, ganz knapp, aber... Moment. Josef Zang. Perfekt. Plaudern. Ja. So, ich mache jetzt mal ein bisschen vor. Er telefoniert nämlich gerade mit ihm. Sehr schön. Ja, ein bisschen haben wir doch jetzt
gemacht. Musst du morgen arbeiten? Nö. Okay, dann geh noch mal raus, weil es ist ja mitten in der Nacht und du kannst nach Sternenbilder suchen. Das ist ja dein Hobby. Ja. So, Gerrit, ich weiß gar nicht. Nee, du musst eigentlich, ja gut, du musst mal ein bisschen besser zur Arbeit kommen. Und irgendwie was Spaßiges kommt. Wir machen Chatten-Spielen. Guck mal, geh mal an den Rechner. Du bist ja noch, bist du Single und so. Ich wollte ja jetzt eigentlich dieses Mal schon Luise hierher holen, aber das ist echt blöd, dass ich das so nicht hinkriege. Also schade ist es irgendwie ein bisschen, aber okay. Weil mit Luise verstehen wir uns eigentlich ja sehr gut. Also da werden wir noch auf jeden Fall was. Also die werden wir hierher holen müssen. Ja, es bleibt uns nichts anderes übrig. Wann musst du? Um 9. Vielleicht sollten wir mal gucken, ob wir einfach nachts daten. Ja, werden die anderen vielleicht dann gleich schlafen gehen oder so. So, bist du momentan? Jo, sie hat es bald geschafft. Ich spule noch mal ein bisschen vor. Tak, 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 komm, yay! Raphael, Otto, Thomas und Gerrit sind keine besten Freunde mehr. Okay. So, dann würde ich nämlich sagen. Was? Es telefoniert noch mal. Ich meine. Ich gehe erst mal ans Telefon. Hey, Katja, kann ich Gerrit sprechen? Ja, ich glaube schon. So, also baden und dann gehe ich mal auf Toilette und dann hole ich mir noch mal was zu essen aus dem Kühlschrank. Und hier ist übrigens was, was repariert werden möchte. Hat das hier noch mal geklingelt oder meine ich das nur? So, geh du mal ans Telefon. Genau, der wird wahrscheinlich an das Telefon gehen, hoffe ich doch mal. Das fände ich jetzt ganz cool, ja. Sehr schön, wer ist denn das? Professor Janet Walters, oh meine Güte. Jemanden aus dem College wahrscheinlich. Das ist ja krass. Das ist ja echt krass. Ups. Naja, gut. Okay, so, Katja ist im Bad. Jens, ja, möchte schon wieder raus. Das heißt für dich, komm mal rein und hol den mal raus. Werf das mal weg und dann darfst du auch nochmal eine Runde mitessen, weil ich glaube, die Katja isst jetzt auch gleich nochmal eine Runde. Und Gerrit hätte eigentlich ja auch Hunger. Ich weiß, er hat ja oben ein eigenes Ding, aber wir haben so viel zu essen hier unten. So, der räumt schon wieder irgendwas aus. Oder kann ich? Wartet mal. Wow, die beiden quatschen aber echt viel. So, Moment. Oh. Hier los. Hier. Ups. Hier, räum das auch mal auf. Nero, weg hier. Irgendein Tier wäre hier natürlich auch noch cool. Das auf jeden Fall. Komm, mach den Hund weg. Nee, ich meine, mach das weg. Entschuldige. Oh Gott, der arme Hund, der kotzt jetzt hier. So. Wobei, wirklich sogar ein Hund fände ich hier sogar süß. So, du isst hier nochmal eine Schüssel. Und dann würde ich auch sagen, dann gehst du mal hier hoch und gehst erstmal ins Bad. Dann kannst du das säubern. Und dann schauen wir mal weiter. Die Katja ist dann wahrscheinlich gleich müde, wobei. Guckt mal, Gerrit. Gerrit hätte auch Hunger, ja? Gratulieren. Brauchst du Mechanikpunkte? Ach, bestimmt. Komm, du reparierst das mal und dann gehst du mal hoch zu deinem Kühlschrank und guckst mal, oben ist ja im Grunde das gleiche und wie unten drin, aber es ist deine Küche im Grunde, ne? So, Katja, was bist du? Wo machst du? Wo ist sie? Ach so, sie ist nach oben gegangen. Die ist müde, die geht jetzt ins Bett. So, und unser kleiner Jens, der müsste mal auf die Toilette. Lass mich runter. Du komischer Mann, mit dem ich schon 35 Punkte befreundet habe. Wow. Okay. Krass. So, ich glaube, ich weiß ja nicht, aber ich glaube, ich mache diesen Tag noch zu Ende, weil ein zweites Mal kriege ich nicht hin. Oh, hat es ihm gehauen? Hat er einen Schlag gekriegt? Aber zumindest nicht so, dass er gebrutzelt hat.
Hier, nimm das mal. Hawaii Toast oder so. Ich bin mal gespannt. Genau, also. Ja, genau. Du isst hier oben und danach legst du dir den Rest wieder rein. Und ach, ich bin ja immer noch am. Okay, machen wir's. Moment. Wenn ich mitten in der Nacht date, sagt die mir, du spinnst, oder? Wenn ich sie anrufe. Verdammt. Dann kann ich erst um 7 Uhr morgens die anrufen, richtig? Blöd. Okay, dann gehe ich nochmal auf die Toilette und dann gehe ich doch nochmal eine Runde spielen mit ihm. So, und er geht dann nochmal schlafen und jo, warum dieser Robert immer noch da ist, obwohl es 4 Uhr morgens ist, ist mir echt schleierhaft. So, kommt, Leute. Was? Jetzt ist so spät, ja. Es ist so spät. Und du machst. Warum denn nur. Warum denn zeichnen? Ich wollte mal ein bisschen Mechanik lernen. Naja, gut, okay, ist vielleicht am nächsten Tag einfach dran. So, die Eltern schlafen und Gerrit ist hier oben. Und dann spule ich jetzt nochmal wirklich bis. Keine Ahnung, bis wann vor. So, Moment, noch ein Stückchen. Und dann würde ich ihn nochmal duschen lassen gehen. So, und guck nochmal nach Jens. Was? Du hättest Hunger, oder? Genau, die Mama kommt. Ich schicke sie dir mal gleich rüber. Und dann darf sie das auch gleich leeren. Und geht nochmal danach. Ne, mal gucken. Müde ist sie auch. Auf jeden Fall kann. Wegwerfen? Warte mal, lasst mich mal kurz überlegen. Weil das könnten wir. Ah, genau. Super. Moment, so, einen zumindest. Und hier haben wir nochmal so eins. Das finde ich immer ganz goldig eigentlich, wenn wir die so ein bisschen aufheben. Also fürs Erste. Irgendwann schmeißen wir das dann den Rest weg. Ach, jetzt macht das. Guckt. Mit Klötzchen spielen. Genau, und deswegen hat die Mama dir jetzt nichts zu essen gebracht, mein lieber Mann. Ja, Moment, Flasche holen für Jens. Du musst nämlich aufhören, sonst macht die Mama das nicht. Verdammt, wir haben 7 und in einer Stunde. Okay, wir machen ein ganz fixes Date. Hoffe ich doch mal, dass es funktioniert. Oh Mann, Leute. Ach nee, doch nicht hier. Ah, anrufen, um Date bitten. So. Aber vor 7 sagen dir mal alle, spinnst du? Ja. Wobei dann Luise natürlich einen Tag. Ach, verdammt. Aber das geht eh nie anders. Außer wenn ich sie sofort einlade. Also eigentlich ist dann Luise einen Tag nicht gealtert, weil sie diesen Tag ja noch nicht erlebt hat, ne? Wie nett, dass du mich einlädst und so weiter. Na, das ist sehr nett von mir, ich weiß. Was machst du denn jetzt? Oh. Ihn baden, na dann. Verdammt. So. Warum geht's dir so schlecht? Was hast du in deiner Umgebung da oben gerade gehabt? Was war denn hier? Keine Ahnung. So, da ist sie auf jeden Fall. Aber mir sei es jetzt um diesen einen Tag. Ah, ich komme schon mal an und Händchen halten. Und was will sie mit mir tanzen? Na ja, gut, okay. Stay Blues, den machen wir direkt hier vorne auch nochmal. Oder abknutschen. Ah, ja, direkt. Das ist die Begrüßung gewesen, ne? Oh, Händchen halten. Vorschlagen. Einziehen. Ja, yeah, das würde ich gerne. Das würde ich gerne von euch haben. Oh. Nein. Wartet, das muss ich gerade mal wegmachen. Entschuldigt. So, jetzt zu Sims einziehen lassen. Nein, sie wird Bello nicht mitbringen. Das ist das von den Traumtänzers und natürlich auch niemand von den Traumtänzer. Ah, komm schon. Luise zieht ein, zahlt 4.865 in die Familienkasse. Oh, wie schön. Yay. So, auch sie muss natürlich arbeiten und somit ist sie eingezogen und hier zur Arbeit fahren.
vorsichtig küssen. Es war wirklich nett mit dir. Schöne Zeit. Tschüss. Ja, cool. Luise ist somit hier eingezogen. Sie ist jetzt 25 Tage. Er wird sie zum Knacker und er 24. Gut. Jetzt hat sie einen Tag mehr bekommen im Leben. Sei es drum, oder? Achso, Katja ist auch weg. Und Jensen, er halt. Wo ist Jens hin? Ah, Jens ist im... Oh mein Gott, guck mal. Warte. Das machen wir noch fix. Jens ins Bett bringen und... Luise kommt einfach mal rein und spült hier dann nochmal schon mal da ab. Sagt schon mal, hallo, kennen wir uns schon? Ich weiß es nicht. Irgendwie glaube ich, nein. Sie darf das mal hier reparieren. Deck, deck. Deck, deck. Eblena. Und finde ich auch jetzt toll, dass Luise nun dann doch auch noch jemanden gefunden hat. Ja, sie hat zwar nicht den mit drei Blitzen bekommen, den hat jemand anders abgekriegt. Aber dann nun ist sie auch mit hier und sie ist halt dann hier oben mit drin. Ich gucke gerade nochmal ganz kurz. Ja, okay. So, ich sage jetzt aber erstmal einen Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde wieder. Dann geht's hier weiter mit Familie. Ich meine mit den anderen Ottomas, also eigentlich mit ihrer Familie Ottomas, nämlich den David Ottomas, der Lucy Ottomas und jo, Raphael. Ich sage jetzt erstmal Tschüssi, lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat und bis zum nächsten Mal, eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.